ein durchaus besonderer Termin, weil wir einen solchen noch nie hatten und der auch etwas ganz Besonderes darstellt und den wir aus dem Grund auch mit einer Tafel würdigen wollen, um etwas zu erklären, was dem vorbeilaufenden Bürger möglicherweise gar nicht so ins Auge fällt. Die sogenannten Blühwiesen in Teltow an verschiedenen Orten mit zu integrieren, sondern da geht es ja letztlich auch um Insekten und all das, was damit zusammenhängt, also tatsächlich ein aktiver Beitrag für die Natur in unserer Stadt an einer Stelle, wo man es vielleicht nicht mehr erwarten würde, muss man auch dazu sagen. Und wir werden jetzt tatsächlich unsere ersten Blühwiesen feierlich der Öffentlichkeit übergeben.